Musik ab 6 Jahre alt. Meine Oma hat mich zur Musikschule gebracht und ab diesem Alter habe ich angefangen, Geige zu lernen. Dann war ich berufliche Geigerin, habe ich in einem Orchester gespielt, in einem Theater in Moskau. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe meine Leidenschaft getroffen, die Orgel. Ich habe angefangen, Orgel zu lernen. Und ab 2010 bin ich schon Musiker im Bereich Orgel und spiele in verschiedenen Kirchengemeinden. Im Moment in Reisingen. Zen-Musikerin. Das ist, wie kann man sagen, ich kann Orgel spielen, ich kann Gottesdienst begleiten, ohne das zu studieren. Ich muss vernünftig Orgel spielen, zu Gottesdienstbegleitung, kann man so sagen. Ich kenne liturgische Ablauf, was dazu gehört zu Gottesdienst. Wenn es um Chorleitung geht, dann muss man mit Chor umgehen zu können, dirigieren, auch Repertoire kennen. Meine C-Musikerausbildung war wunderbar. Ich bin einfach begeistert von dieser Zeit, die ich da gebracht habe. Erstmal in meinem Alter, ich bin schon ein bisschen erwachsen, wieder etwas neu zu lernen, es macht immer Spaß. Ich war zusammen mit jungen Leuten. Es war sehr internationale Truppe. Es war sehr ökumenische Truppe. Eigentlich habe ich zwei C-Musiker-Ausbildungen. Erste habe ich schon vor 10 Jahren gemacht, als Organistin. Und jetzt habe ich meine C-Ausbildung gemacht im Bereich Chorleitung. Es kam in mein Leben ganz unerwartet. Ich habe nie gedacht, dass ich mit einem Chor einen Chor leiten werde. Jetzt mache ich das. Und dafür bin ich sehr dankbar, Bischofsmusikschule. Ich habe nie gedacht, obwohl ich eine ausgebildete Musikerin bin, habe ich nie in meinem Leben gesungen oder mit Chor zu tun hatte. Ich war immer von anderer Seite. Ich habe Geige im Orchester gespielt. Und jetzt singe ich selber und leite auch einen Chor. Das ist wunderbar.